Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zum zweiten Teil von The Forest. Ja, letztes Mal sind wir ja stehen geblieben und haben hier das ganze Holz gefarmt und das habe ich auch alles eingesammelt, habe noch ein paar Stöcker gesammelt und ein, zwei Bäume auch noch gefällt. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Holz. Ich habe hier ein paar Lager gebaut, dafür habe ich halt die ganzen Stöcker gesammelt. Und ja, Leute, ich habe ein bisschen was eingefügt, ein bisschen was konfiguriert und zwar, passt auf, Leute. Ich habe nämlich hier erstmal die Axt nehmen, damit wir uns ein bisschen verteidigen können. Ich glaube, ich nehme aber die hier. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall einen Weg nach oben. Wir werden nochmal einen richtigen Weg nach oben bauen. Das Ganze können wir in einem Livestream machen. Wenn ihr Bock habt auf einen Livestream, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Das Ganze würde ich dann Samstag machen, denke ich. Ich denke doch. Ne, oder Freitag. Oder Freitag würde mir persönlich besser passen, glaube ich. Also Samstag oder Freitag, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wann ihr Bock und Zeit habt. Und ja, Leute. Ich möchte euch auf jeden Fall was zeigen. Wenn ihr ein bisschen drauf geachtet habt oder ein bisschen drauf achtet, dann seht ihr, dass die Grafik sich wirklich um Längen verbessert hat. Und zwar hat das folgenden Grund. Ich habe ein Zwischenprogramm, also ein Programm, was sich zwischen Spiel und Grafikkarte, also dazwischen setzt und das Ganze nochmal ein bisschen verändert. Ja, das habe ich einfach installiert. Wer SweetFX kennt, weiß ungefähr, welche Einstellung ich hier übernommen habe. Und zwar, Leute, ich möchte heute eigentlich gerne so ein bisschen meine Base aufbauen und ich möchte gerne die Machete finden. Vielleicht schaffe ich das heute. Wenn ich das nicht schaffen sollte, machen wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und zwar, ich wollte euch zeigen, was SweetFX macht. Also, wenn ihr das so seht, hier die Pflanzen, die sehen viel detailreicher aus. Auch das Gras, das sieht alles wirklich viel, 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 viel besser aus. Und ich möchte euch eigentlich das gerne zeigen bei einem Platz, wo... Erstmal das Reh hier. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was zu essen. So, den hat er auch. Oh, ein Fleisch hat er fallen lassen. Ist nicht ganz so schlimm, das kriegen wir alles hin. So, auf jeden Fall werde ich mich ein bisschen waschen. Jetzt hier, damit wir keine Infektion bekommen. Das ist nämlich auch so das Problem. Man bekommt eine Infektion, wenn man sich nicht wäscht. Und zwar werde ich mich jetzt einfach mal waschen und werde hier ein bisschen weiter meine Base ausbauen. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich mit SweetFX gemacht habe. Das sieht wirklich viel, viel besser aus, Leute. Wirklich, ihr merkt gleich wirklich einen unheimlich starken Unterschied, weil ich mich gewaschen habe hier. Und zwar achtet mal auf das Gras. Es sieht wirklich detailreich aus und richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, welche Einstellung ihr am besten findet, aber ich werde euch den Unterschied einfach mal zeigen. Das ist jetzt mit SweetFX. Und passt auf, das ist das originale The Forest. So, seht ihr diesen Grauschimmer da? Ihr seht hier wirklich einen Grauschimmer, gerade wenn ihr hier oben auf die Bäume guckt, ihr seht einen leichten Grauschimmer. Und der Grauschimmer, ich sag mal so, das macht das ganze Spiel so ein bisschen kaputt. Und jetzt SweetFX mit drin. Zack, und der Grauschimmer ist einfach weg. Und auch das Detail hier im Gras sieht wirklich viel, viel, viel besser aus. Ich weiß nicht, welche Einstellung ihr am besten findet, schreibt einfach mal unten in die Kommentare. Und ja, Leute. Ich wollte heute meine Base erweitern. Und zwar möchte ich im Grunde schon mal eine kleine Mauer bauen. Wir gehen mal ins Crafting-Menü. Hier. Ein Haus haben wir ja schon. Lager haben wir auch. Ich guck mal, was noch so vorhanden ist. Wir können auf jeden Fall eine Brücke bauen nach oben. Und wir können... Das machen wir aber im Livestream, denke ich. Und... Ihr könnt hier schon mal eine Mauer bauen, eine Mauer ziehen. Eigentlich ist das ganz gut. Ich muss kurz gucken, wo ist denn die Mauer? Hier ist das da, meine ich. Die Mauer meine ich. Und zwar können wir die hier einfach schon mal ziehen, damit wir ein bisschen sicherer sind. Das Ganze werde ich so machen, dass das Ganze im Wasser ist. So, da fange ich an. Und dann ziehen wir das Ganze bis hier vorne, denke ich. Ich denke, wir machen das Ganze bis hier und machen dann hier so eine Art Eingang. Das heißt, wir machen einen Weg nach oben sozusagen. So, da würde ich sagen, stoppen wir das Ganze und machen das Ganze auch noch auf der anderen Seite. Und zwar hier fangen wir ungefähr an.
Nur, dass wir erstmal einen kleinen Wall haben. Das Ganze geht ein bisschen ins Wasser, damit wir von den Kannibalen nicht angegriffen werden. So, eigentlich sieht das schon ganz nice aus. Das Ganze können wir auch gleich bauen. Was ich noch gerne bauen möchte, falls die Kannibalen uns wirklich angreifen sollten. Und zwar möchte ich einen kleinen Steg hier bauen. Den Steg haben wir, soweit ich weiß, ich muss mal gucken, ich muss mal wieder ins Menü reinkommen. Und zwar haben wir den Steg genau, nein, das ist eine Plattform, den meinte ich nicht. Sieht aber genauso aus. Und zwar haben wir den Steg, wo haben wir den denn? Und da sind die Häuser. Da ist auch nicht der Steg. Apropos, das können wir auch noch bauen. Damit können wir im Grunde unser Fleisch grillen in der Sonne. Und zwar, ich möchte gerne den Steg haben. Wo ist denn dieser Steg? Der Steg müsste eigentlich... Nein, das ist eine Custom-Plattform. Das ist auch eine Plattform. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, es gibt so einen extra Steg. Und ich weiß nicht, ob das... War das... Nee, das war nicht die Plattform, meine ich ja. Das war ein extra Steg. Und zwar, hier machen wir den Steg hin. Falls sie uns doch zu nahe kommen sollten. Und hinter diesem Steg machen wir ein Hausboot. Und zwar ist das Ganze so insoweit praktisch, wenn die Kannibalen uns wirklich angreifen sollten. Die können nicht schwimmen. Das heißt, wir sind auf dem Hausboot auf jeden Fall sicher. Es gibt wirklich viele schnelle Kannibalen. Das heißt, wir müssen schnell sein. Aber wir werden das auf jeden Fall schaffen, dass wir dann entkommen können. Das ist es nicht. Wo ist dieses Hausboot? Das ist ein Baumhaus. Das ist es auch nicht. Irgendwo war hier ein Hausboot. Da. Das ist nämlich das Hausboot. Das Ganze werde ich nochmal drehen. Zack, 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 zack. So. Und werde das Ganze hier bauen. So. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall in der Folge gerne schaffen möchte. Den letzten Tag habe ich ja angefangen, weil ich ja halt das Holz... Noch da, okay, jetzt kann ich es bauen. So, weil ich das Holz ja zusammengeräumt habe. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall zumindest den Steg fertig bauen, bevor wir schlafen gehen. Würde ich einfach mal so grob behaupten. Weil das ist mich so eins der wichtigsten Sachen überhaupt, wenn die Kannibalen uns angreifen. Weil die Kannibalen sind halt so drauf, dass sie uns wirklich bei jeder Gelegenheit überall angreifen wollen. Das heißt, auch nachts. Und wie gesagt, hier ist ein Strand, der wirklich sicher ist. Ich weiß, ihr könnt kaum was sehen. Ich werde sofort schlafen gehen. Und zwar machen wir das auch einfach mal. Z und dann gehen wir schlafen. So. Also. Dann werde ich auch noch speichern. Jedes Mal, wenn ich jetzt schlafe, werde ich speichern. Ich werde das Ganze auf 2 Slots speichern. Einfach aus dem Grund, weil das dann natürlich einfacher ist. Dann hat man einen Spielstand immer rückwirkend da. Falls man irgendeinen Fehler macht, man kann hier auch aus der Welt fallen. Was dann natürlich nicht ganz so vorteilhaft ist. Und ja, das will ich auch auf jeden Fall noch bauen. Ich werde jetzt erstmal hier das anzünden. Und werde mir ein Steak da braten. Und ich werde mir ein kleines bisschen Rüstung anziehen. Ich werde noch eine Soda trinken. Und dann müsste eigentlich alles soweit fertig sein. Jetzt warte ich eigentlich nur auf das Stück Fleisch. Und dann können wir eigentlich auch schon los und können dann versuchen, die Machete zu suchen. Weil ich weiß ungefähr, wo die Machete ist. Ich habe vorher in meinem anderen Account habe ich natürlich ein bisschen geguckt und wie auch immer. Und habe die Kühlen inzwischen schon erkundet. Weil da bin ich schon ein kleines bisschen weiter als hier. Und... Ja, Leute, es ist so, dass es regnet. Ich glaube, was wir auch noch besorgen sollten, wäre vielleicht ein Schildkrötenpanzer. Wenn es mich regnet, kriegen wir auf jeden Fall Wasser. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Das werde ich jetzt auf jeden Fall essen. Das ist nicht verbrannt, das ist sehr, sehr gut. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall erstmal hoch und machen uns auf zum Strand, zu einem anderen Strand. Hier in der Nähe ist nämlich ein Strand, wo es Schildkröten gibt, aber auch Kannibalen, Leute. Es gibt da auch Kannibalen. Das heißt, wenn die Kannibalen uns irgendwie erwischen, dann müssen wir versuchen, so schnell wie möglich zu entkommen.
Die Waffe, die wir jetzt haben, ist zwar ziemlich stark, aber sehr, sehr langsam. Das ist so ein kleines bisschen das Problem. Weil es gibt hier starke Waffen und es gibt schwache Waffen. Und die starken sind hauptsächlich, sind die sehr, sehr langsam. Deswegen möchte ich auch so schnell wie möglich das Katana finden, weil das Ganze schnell ist und stark und effektiv. Und damit können wir uns auf jeden Fall super verteidigen. Aber ich würde erst sagen, erst holen wir den Schildkrötenpanzer. Und danach, erst danach holen wir uns das Katana. Muss mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme schon 10 Minuten auf. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber ich werde vielleicht ein bisschen was rausschneiden. Einfach aus dem Grund, weil ich am Anfang ziemlich viel geredet habe, was ziemlich, ja, unnötig war. So, komm in die Potte, regenerier dich. So, wir können hier eigentlich ein paar Steine ansammeln. So, die Steine haben wir soweit voll. Und, ach so, Leute, ja, da hinten ist ein Schiff. Da können wir eigentlich mal gucken, was da drin ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall in diesem Schiff. Das heißt, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen zu looten. Wir müssen aber aufpassen, hier sind auch Haie. Und zwar brauchen wir normalerweise ein Boot dafür, um darüber zu kommen. Weil wir aber noch kein Boot haben, beziehungsweise das Boot jetzt im Bau ist. Los, regenerier dich. Okay. So, weil das Boot auf jeden Fall im Bau ist, können wir natürlich jetzt noch nicht so direkt darüber. Wir können versuchen zu schwimmen. Ich hoffe, dass kein Hai kommt. Wenn wir von einem Hai erwischt werden, ist auf jeden Fall die Hälfte unserer Leben weg. Hundertprozentig. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeit aber auch Rüstung an. Das heißt, es könnte sein, dass es mehr ist. Ich hoffe, dass wir keinem Hai begegnen. Wenn der Hai uns beißt, dann ist auf jeden Fall Ende. Und ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt immer 20 Minuten Folgen machen, weil das andere einfach zu lange ist. Und 15 Minuten ist zu kurz. Missing. Ah, das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Hier haben wir auf jeden Fall Sauerstoffflaschen. Die brauchen wir nachher, wenn wir die Taucherausrüstung finden. Ich weiß nicht, was man genau mit der Taucherausrüstung macht. Also natürlich tauchen, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob man hier genau was finden kann oder so. Hier hätten wir uns eigentlich auch einquartieren können. Aber weil hier in der Nähe, wie gesagt, Kannibalen sind, möchte ich das Ganze eigentlich weniger. Ich hoffe, dass wir hier... Kannibalen sind nicht in der Nähe, nee. Ich hoffe, dass wir hier in der Nähe Schildkröten finden. Weil sobald wir Schildkröten finden, das ist mega nice, dann können wir auf jeden Fall so ein kleines Becken machen. So ein Auffangbecken für Regen, also für Wasser. Und gerade weil es jetzt regnet, wäre es eigentlich ziemlich praktisch. Aber ich wette mit euch, wenn wir die Schildkröte haben, hört es auf jeden Fall auf zu regnen. Aber fürs nächste Mal ist das auf jeden Fall ziemlich praktisch. So. Hier sehe ich bis jetzt noch keine Schildkröten. Ich weiß nicht, ob die erst abends rauskommen. Den Stein möchte ich eigentlich nicht haben. So, hier sind noch ein paar Koffer. Die kann man eigentlich gut looten. Und das Spiel hat sich aufgehängt. Kleinen Moment, Leute. Okay, da bin ich wieder, Leute. Und wir haben hier sogar eine Schildkröte. Die ist eben gerade aufgetaucht. Fragt mich nicht, wo die herkommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schildkrötenpanzer und das ist richtig, richtig nice. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Auffangbecken, wir haben das Schiff gelootet und das ist auf jeden Fall für diese Folge ist das wirklich schon ein richtig großer Erfolg. Das heißt, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Katana und dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Jo Leute, da haben wir unseren ersten Kannibalen gefunden und zwar sehe ich jetzt zu, dass ich abhaue. Ihr seht den Kannibalen da. Er wollte uns eben gerade angreifen, aber der ist mir einfach noch definitiv zu stark. Und deswegen werde ich hier auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Ich hätte ihn eventuell töten können, aber weil das zwei sind, möchte ich ungern mit denen in Berührung kommen. So Leute, und da sind wir schon fast zu Hause. Ich habe, wie gesagt, eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte bis jetzt. Und zwar... möchte ich gerne hier dieses Auffangbecken machen. Das müsste ziemlich am Anfang sein. Das ist... ja, das müsste ziemlich am Anfang sein. Da ist das Auffangbecken. Und das werden wir auch auf jeden Fall diese Folge bauen. Ich werde das Ganze erstmal... oh, drei fehlen uns noch. Drei Stück. So, ich werde auf jeden Fall die Axt wechseln, weil das dann natürlich einfacher ist mit den Stöckern. Die brauchen nicht viele Schläge und damit kriegt man sie auf jeden Fall wesentlich schneller. Weil die andere Axt hat zwar mehr Wumms, aber
da braucht das natürlich wesentlich länger. Und man braucht genauso viele Schläge. Das heißt, das ist eigentlich ziemlich sinnlos, wenn wir die andere Axt nehmen. So, und ich gehe wieder zurück und baue jetzt dieses Trinkbecken. Das ist, wie gesagt, richtig praktisch, weil wir dann im Grunde nicht mehr auf diese Dosen, auf diese Soda angewiesen sind. So, das baue ich jetzt. Und das Ganze ist fertig. Das werde ich auch noch bauen hier. Das können wir immer ein Stückchen weiterbauen, jede Folge. Und auch das hier werde ich immer ein Stückchen weiterbauen. Ich weiß nicht, wie das ist. Die Sonne ist jetzt hier beim Mittelpunkt. So, ich mache mich jetzt ja auf jeden Fall auf den Weg zum Katana. Und zwar müsste das hier in der Nähe sein, in dieser einen Höhle. Hier ist auf jeden Fall unser Flugzeug. Das heißt, es ist gar nicht so weit entfernt, soweit ich weiß. Und ich hoffe, dass ich hier keinem Kannibalen begegne. Das müsste auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe sein. Da müsste auch irgendwo das Cockpit sein. Und bei diesem Cockpit, da ist auf jeden Fall in der Nähe das Katana. Ich hoffe, dass wir das hier finden in der Nähe. So Leute, nach einer ganzen Weile suchen, habe ich das Ganze auch gefunden. Und zwar ist hier hinten dieses Cockpit. Müsste jedenfalls sein. Also soweit ich weiß, ist das ein ziemlich zentraler Punkt. Und da ist auf jeden Fall ein bisschen was zu holen. Und hier drin soll das Katana sein. Beziehungsweise ich habe es auch schon rausgeholt. Ich hoffe, dass es auch da drin ist und dass es nicht random gespawnt wird. Es ist ja auf jeden Fall eine neuere Version inzwischen. Bald kommt auch eine neue Version raus. Die kommt, glaube ich, in 2 Tagen raus. Das müsste im Menü stehen. Also ich habe ja am Anfang das Menü gehabt, da müsste es auf jeden Fall stehen. Ich meine, da stand 2 Tage und 8 Stunden oder sowas. Das heißt eigentlich, ja, doch 2 Tage im Grunde. Und ja, dann werden wir mal hier zu diesem Cockpit laufen. Oder schwimmen. Ein bisschen nervt mich, dass man nur eine gewisse Anzahl an Energie hat. Aber das ist, soll ja auch realistisch sein, so ist das ja nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall das hier. Hier haben wir ein paar Elektronikteile. Ich habe in den letzten Tagen in Erfahrung gebracht, dass die Elektronikteile, dass man daraus Zeitbomben bauen kann. Und zwar, hier ist auch die Leuchtpistole. Stimmt, das habe ich auch gar nicht mal auf dem Zettel gehabt. Die Leuchtpistole brauchen wir auf jeden Fall, wenn die etwas größeren Kannibalen kommen. Und zwar, Leute. Es ist so, dass wir... Was ist das? Seht ihr das, wie das rumbackt? Das sind so viele Schildkröten auf einem Haufen. Es ist unglaublich. Aber daran sieht man halt, dass es noch eine Alpha-Version ist. So. Irgendwie, ich verstehe die Alpha-Version irgendwie nicht. Nein, ich verstehe sie nicht. Ich glaube, ich werde sie auch nie verstehen. Irgendwie. Das buggt so rum manchmal. So. Den Panzer haben wir auf jeden Fall. Und ja, Leute. Also, ich wollte die Machete. Und zwar müsste sie da hinten sein. Wenn man hier halt straight on geht, dann habt ihr eben gerade gesehen, da hinten ist auf jeden Fall eine Höhle, so ein kleines Loch, wo man das Ganze holen kann, die Machete. Es sind halt viele Sachen hier auch versteckt. Alles klar, da kommen Kannibalen. Alles klar. Leute, lasst mich bitte in Ruhe. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Geh bitte weg. Geh einfach bitte weg. Geh weg, habe ich gesagt. Geh doch. Ich hoffe, der andere Kannibale holt nicht seine Freunde. Das ist nämlich sehr fatal, wenn er das machen würde. Für uns. So. Auf jeden Fall können wir von dem Kannibalen Arme und Beine mitnehmen. Und auch den Kopf. Weil ich werde euch nachher zeigen, was man damit machen kann. Und zwar kann man solche Totems machen, mit denen man die Kannibalen abschreckt. Normalerweise würde ich den Körper auch mitnehmen. Aber das Ganze wäre ein bisschen zu heftig. So. Den haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Jedenfalls so die
Extremitäten, also Arme und Beine. Und ja, Leute, ich wollte gerne, ja, die Machete, genau, ich wollte die Machete holen. Und die Kannibalen haben mich ein kleines bisschen abgelenkt dabei. Deswegen sag ich, die Axt ist ziemlich stark, aber es ist halt so, dass sie ziemlich... Oh mein Gott. Nein, der hat seine Freunde geholt. Oh mein Gott. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Geht irgendwo anders hin, aber nicht zu mir. Ich möchte doch nur meine Machete holen. Ist das so schwer? Ist das zu viel verlangt? Das Häschen können wir... Okay, können wir nicht mitnehmen. Ich hoffe, Leute, ich hoffe, ich werde einfach mal die größere holen. So. Energie haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich möchte ungerne diesen Kannibalen begegnen. Sehr ungerne. Auf jeden Fall, genau. Ich wollte eigentlich jetzt die Machete, und zwar müsste die hier unten drin sein, Leute. Hier unten sollte sie drin sein, wenn ich mich recht erinnere. Und hier drin sollte es auch weniger Probleme mit Kannibalen geben. Ich weiß, Leute, es ist ein bisschen dunkel. Ich werde gleich für ein bisschen Licht sorgen. Keine Sorge. Aber erstmal möchte ich ganz nach unten kommen. So. Wir können nämlich hier Licht machen mit unserer Axt. Das fungiert gleichzeitig als Fackel. Das ist eigentlich recht praktisch. Und zwar, hier können wir noch ein bisschen looten. Hier sind Stoffreste. Ein Schädel ist hier auf jeden Fall. Hier sind auch noch Stoffreste. So, Leute, auf jeden Fall möchte ich hier ungern drin einem Kannibalen begegnen. Einfach aus dem Grund, weil, wenn wir hier drin einem Kannibalen begegnen, dann... Da hinten sind schon welche. Ganz leise. Wenn wir uns wegbewegen, hier. Ihr wollt sicherlich Licht haben, das werde ich mal ändern. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Licht. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe so inständig, dass wir hier den Kannibalen nicht begegnen. Ihr hört es schon im Hintergrund. Man hat mega, mega Schiss. Und ich hoffe echt, dass wir hier zumindest nur den kleinen Kannibalen begegnen. Und nicht den größeren. Den kleinen Kannibalen möchte ich nämlich sehr, sehr ungern begegnen. Alkohol. Und das Ganze machen wir mal an. So, jetzt haben wir die kleinere Axt. Die ist ein bisschen schöner für diese Erkundung. Und zwar müsste ich hier eigentlich irgendwo... Genau, hier ist nämlich ein Raum. Ich hoffe, ich begegne hier keinem Kannibalen. Ich bin gerade total angespannt, Leute. So. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Medizin, ein bisschen was zu essen. Auf jeden Fall haben wir hier recht viel. Und Leute, ganz, ganz viele Uhren. So viele Uhren können wir gar nicht mitschleppen. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was zu holen. Und Geld haben wir hier in Massen. Ihr seht hier einen kompletten Koffer voller Geld. Hier müssten wir eigentlich sicher sein. Jetzt. Und eigentlich, genau, hier ist das Katana, Leute. Hier ist das Katana. Katana. Nicht Katana. So. Ich glaube, hier in der Nähe war auch noch, genau, hier hinter diesen Holzbrettern war nämlich auch, haben wir Batterien? Ja, wir haben Batterien. War nämlich auch eine Taschenlampe. Das Ganze ist natürlich richtig, richtig mega nice, dass wir jetzt eine Taschenlampe haben. Das heißt, wir können,
im Grunde wieder zurück. Wo ging das denn nochmal zurück? Ich weiß es gar nicht. Hier unter war das, glaube ich, ne? Ja. Hier unter. Ich hoffe, Leute, dass wir auch auf dem Rückweg keinem Kannibalen begegnen. Ich möchte nämlich ungerne. Irgendwie bringt die Taschenlampe kaum was. Ich werde die einfach mal... Ich werde die einfach mal ausmachen. Und möchte gerne wieder hier mit Licht haben. Mit der Fackel. Aber irgendwie geht das nicht. Irgendwie habe ich jetzt die Taschenlampe ausgewählt. Ist egal, Leute. Es ist wirklich mega dunkel hier drin. Mega dunkel. Ich werde das Ganze ein bisschen heller machen. So, dann seht ihr ein bisschen was. Es ist mega dunkel hier drin. Ich werde jetzt zum Ausgang gehen. Und ich hoffe, Leute. Ich hoffe, Leute. Das ist wieder eine mega lange Folge. Ich hoffe, dass uns hier kein Kannibale begegnet. Alles klar. Ich habe so mega Angst, Leute. Einfach schnell runtergehen. So. So, Leute, ich werde mich auf jeden Fall auf den Weg nach Hause begeben. So, Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind wieder draußen. Und ich denke, dass ich jetzt einfach nach Hause gehe und dann sehen wir uns gleich. Ich speichere das Ganze. Und dann haben wir ja schon eine ganze Menge erreicht heute. Jo Leute, wir sind hier wieder zu Hause und zwar, heute haben wir wirklich eine ganze Menge erreicht und zwar haben wir hier jetzt ein Auffangbecken für Wasser. Wir haben hier fast fertig, gut, ein paar fehlen noch, 9 Stück fehlen noch, haben wir einen Sonnengrill sozusagen. Und Leute, das Geilste überhaupt in dieser Folge ist, wir haben das Katana. Und das Katana ist wirklich richtig mächtig. Ich möchte jetzt einfach gerne mal die FX wieder mit reinmachen. Dann sieht das Ganze viel besser aus. Und zwar habe ich sie nicht drin gehabt, einfach aus dem Grund, weil wir in der Höhle sonst nichts gesehen hätten. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit The Forest, dem zweiten Teil. Und wir sehen uns im dritten Teil. Ich weiß, ich habe die Folge wieder länger gemacht, als ich sie eigentlich machen wollte. Aber ich werde sowieso ein bisschen schneiden. Von daher, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge The Forest. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreib mir in die Kommentare, welche Einstellung du besser findest. Ob du diese oder diese Einstellung besser findest. Also mit FX oder ohne FX. Und wenn du keine Folge The Forest mehr verpassen möchtest, dann kannst du hier unten abonnieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.